Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge ist ja einiges schief gegangen. Bei dem Umbau hier ist nicht wirklich das passiert, was erhofft war. In dem Fall und aktuell scheinen die Leitungen aber auch guten Dienst zu machen. Die Umleitung liefert jetzt gerade noch das restliche Wasser, was mit drin war, glaube ich. Ah ne, die ist wieder aktiv. Mal pausieren. Schauen, dass natürlich die Anlage soll selbstständig laufen, soll ohne externe Hilfe laufen. Bedeutet, wir müssen gucken, ob die Masse, die wir hier reinpumpen, einfach reicht. Und das ist jetzt die Frage aktuell. Reicht das, was wir hier reinpumpen, oder eher weniger? Weil aktuell schaust du mir zum Beispiel unterversorgt aus. Dann würde ich dir gerne mal noch ein Unterstützung von heben. Obwohl aktuell schaut es eher sogar gut aus. Wir scheinen mit dem Turbinenbetrieb gut voranzukommen. Dann kümmern wir uns jetzt um die Energieversorgung. Wenn wir die Hochdruckturbinen, die wir hier schon die ganze Zeit verbauen, mit vollem Druck arbeiten und dann leichten Druck rausgeben. Jetzt haben wir hier noch die Niedrigdruckturbine, die natürlich mit dem niedrigen Druck dann arbeitet, der rauskommt und somit das Ganze noch ein bisschen verfeinert. Die soll hier eingebaut werden. Bedeutet, wir machen jetzt den schnellen Switch. Schnelles Entfernen. Und ja, wir kümmern uns gleich darum, dass das hier dann auch alles angepasst wird. Also ich will jetzt auf dem Weg eine schnelle neue Turbine einsetzen. So, und dann wird nämlich der Anschluss, den wir hier verwenden, zum Gas gekappt und eine Rohrleitung direkt hier vorgesetzt. Auch wenn die jetzt, soweit ich es verstanden habe, nur die Hälfte an Energie einsetzt. Es könnte auch sein, dass ich davon zwei brauche. Ah, jetzt hat er natürlich kein Abschlussrohr. So, warte mal. Jetzt ist mal ganz blöd. Wie stellen wir das jetzt am schlauesten an? Die eine Turbine arbeitet jetzt aber auch nur so lange, wie ich hier das Kühlturmproblem noch nicht. Warte, ich tue jetzt einfach hier nur einen schnellen Schornstein. Einfach nur zum Testen Schornstein. Damit das schnell läuft. Die zweite Turbine arbeitet noch. So, jetzt schauen wir mal, ob die beiden gut zusammenarbeiten. Bleibt die auf Arbeitsmaximum? Ja, die muss immer wieder erhöht werden. Bedeutet, die bräuchte eigentlich noch eine Turbine, so eine Turbine davor. Was sind dann drei noch effektiv? Meine Überlegung, ich habe noch ein bisschen überlegt, ne, mit den Niedrigturbinen und alles drum und dran. Es gibt ja die Variante, zwei Hochdruckturbinen, zwei Schwingräder und danach die Generatoren. Meine Idee, hinter dem Ganzen eine Niedrigdruckturbine und dann nochmal drei Generatoren dran. Dadurch erhöhen wir die Durchsatzleistung. Und sollten eigentlich, wenn Druck im Überfluss da ist, alles auf einem guten Maximum sich bewegen lassen. Wenn ich mich nicht irre, natürlich, ne? Also wie gesagt, ich kann jetzt hier auch komplett falsch liegen. Das werden wir ja dann sehen. Hier scheinen wir gut mit dem Druckdurchsatz jetzt zu machen. Die Wassermenge ist leider nicht so effektiv wie gewünscht. So. Dann werden wir nicht das Ganze auch gegen die Gasturbinen austauschen. Dann hätten wir rein theoretisch hier noch Platz. Dann muss ich nur das eine Kabel ein bisschen umlegen und das hier, das extra Schutzkabel. Und dann sollten wir eigentlich von der Energieversorgung gut dabei sein.
wenn wir links, rechts noch jeweils eine hinkriegen, denke ich, sollte der Durchsatz gut passen. Aber okay, ja, das scheint nicht so effektiv aktuell leider noch zu sein. Wir relyen jetzt halt gerade mal drauf, dass wir noch eine zweite Maschine haben. Ich will die jetzt ein bisschen umbauen. So, wir tun jetzt alles wirklich abreißen, was an der dran hängt. Vorsichtig bloß, dass wir nicht zu viel abreißen in dem Fall. So. Dann Energie. Hochdruckturbinen. Die hier hin. Schnell liefern. Wie gesagt, ich werde mir dazu nochmal Videos anschauen. Ich will jetzt gerade ein bisschen wieder selber basteln. Keine Ahnung, mich hat gerade wieder so ein bisschen die Lust erpackt, das auf meine Weise ein bisschen noch zu modifizieren. Dann will ich mal gucken, wie gut die Videos dazu passen. Ich war ehrlich gesagt nicht in Erwartung, dass wir das heute so gut schaffen. Dann Energie hier wieder. Schwungräder. Ich würde sogar 3 platzieren, ganz ehrlich. Ah, dann wird es aber ein bisschen eng. Die Schwungräder hier, dann, wie viel haben wir hier vorne? 4 von denen. Dann die Niederdruckturbine. Und dann so viel, wie wir hier gerade noch hinpassen können. Wenn das funktioniert, dann feiere ich's. Ja, dann feiere ich sowas von. So, baut mal das Ganze auf. Ich bin gespannt, wie gut das funktioniert. So. Warum ist hier das Rohr leer, zum Beispiel in dem Fall jetzt? Weil die ganzen Rohre leer sind, weil zu wenig Energie. Uff. Dann machen wir die Umleitung wieder an. Also brauchen wir echt eine höhere Energieversorgung aktuell. So, jetzt schauen wir mal, jetzt fährt der Dampf wieder hoch. Das Problem ist, sobald halt, das hängt alles an einem System. Das ist so ein Problem. Ich bräuchte irgendein Redundanzsystem noch dafür. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt lassen wir das Redundanzsystem erstmal aktiv, bis die Energie wieder hochfährt. Angeblich schaffen wir jetzt 4,4 Megawatt mit der Anlage. Das wäre natürlich heavy. Okay, genau. Du brauchst jetzt noch ein Dampfrohr, weil ansonsten geht das Ganze schief. Wie gesagt, es wird dann nachher alles in Kühltürme abgelagert und von dort aus weiterverdient. So, jetzt hatte ich genau hier wieder das Problem, dass ich das kaputt gemacht habe. So, jetzt geht die Niederdruckturbine an, weil im Grunde die zwei tun die hier ausgleichen. Wahrscheinlich müsste ich dann aber hierfür echt noch die kriegt. Nee, wir brauchen einfach nicht so viel Energie, kann es sein? Weißt du was? Einfach just for fun. Ich habe gerade die Möglichkeit, ich habe gerade das Geld, ich habe alles Mögliche. Ich tue jetzt einfach das Ganze kopiert nochmal bauen. Dann finden wir beim nächsten Mal heraus, ob das jetzt schlau war oder nicht. Wir reißen die zweite Anlage ab. Dadurch verlieren wir natürlich ordentlich an Leistung. Aber jetzt tun alle Arbeiten. Schlau wäre wahrscheinlich hier hinten auch nochmal mindestens ein Schwungrad einzubauen, was Leistung übernimmt. Aber das funktioniert leider in dem Fall weniger. So, jetzt bauen wir mal die alte Anlage ab. Aber mit der Riesenanlage soll hier relativ gut funktionieren, denke ich. Dadurch, dass wir ja eine Doppelresonanz haben, hier vorne haben wir zwei und hier hinten haben wir dann noch die Niederdruckturbine, denke ich mal, könnten wir dadurch eine gute Auslastung erschaffen. Denke ich.
Weißt du, ich bin ja hier jetzt auch nicht der Professor des Gottes. Ich probiere mich auch ein bisschen aus. Und ich denke, dass dieses Probiert, Try and Error, ist jetzt gar nicht schlecht. Und beim nächsten Mal gucke ich mal, wie gut ich an dem ganzen Ziel so dran war. Und je nachdem kann man ja dann entscheiden, ob man nochmal alles umbaut oder nicht. Muss ich nur gucken, dass ich hier den richtigen Ansatzstöppel finde. So, perfekt. Alter, die passt haargenau noch so rein. Schau dir das an. Jetzt ist natürlich die Frage. Ne, der wird schon hinten trotzdem weiter drehen. Wenn... Meine Befürchtung, also damit ihr versteht, was ich jetzt gerade meine. Meine Befürchtung gerade war, hat keine... Oh, ich habe euch schon wieder vergessen abzubauen lassen. Oh, die Digi. So, alles mal hier wieder weg. Wir minen jetzt hier ganz schön das Ganze ab und dann sollten wir wieder Kupfer bekommen. Und die Lager wieder füllen können. Jetzt gerade scheinen wir eine volle... Ja, okay, jetzt habe ich auch gerade die volle Produktion angeschmissen, ne? Das ist jetzt wieder so eine Sache. Fahrzeugverwaltung. Ah, plus 20 Fahrzeuge Obergrenze. Das ist geil. Das ist richtig geil. Hier die Absperrung, damit... Absperrung für den... Die für Fahrzeuge blockieren. Könnte ich es quasi so ein bisschen straßenmäßig bauen, ne? Okay, das haben sie jetzt auch schon gut hinbekommen. Warum? Ah, weil hier gerade noch ein Kabel fehlt. Hier fehlen noch Turbinen. Weil mir jetzt... Oh, oh. Okay, das ganze Ding läuft schon mal an. Das ist schon mal super. Aber mir fehlen elektronische Teile wie Sau. Weil ich wahrscheinlich gerade keinen Kupfer produziert habe, ne? Das ist scheiße. Ich bin gerade echt beim Überlegen, ob ich... Das Problem ist ja, dass ich meine Kupfermine nie so wirklich ausgelastet habe oder so vergrößert habe, dass sie voll unter Auslast läuft. Jetzt hoffe ich mal, dass das so reicht, wie ich das jetzt hier habe. Oder ob ich nicht vielleicht sogar noch ein zweites hinzufügen sollte. Eine weitere Linie. Ich denke mal, dass das jetzt eh dann relativ flott sich wieder einkriegt. Sobald die Maschinerie hier ein bisschen läuft, weil jetzt hat... Wie weit ist denn das schon leer? Bis hier vorne. Das sollte sich hoffentlich gleich wieder einkriegen, so ein bisschen. Wie schaut es eigentlich mit unserer Produktion hier hinten aus? Alles ist bummvoll. Ja, okay, das wird wahrscheinlich jetzt der Teil gewesen sein, wo ich die Dinge aktiviert habe, weil ich umgebaut habe. So könnte ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Ansonsten baue ich halt nochmal zwei dran, ist ja wurscht. Jetzt gerade scheinen wir eine gute Auslastung zu haben von dem, was wir benötigen und was wir geschickt bekommen. Ja, schau an, 1000 auf Lager. Kann man absolut zu nichts sagen. So, die Kohle, die arbeitet sich schön vor. Das Eisen hat jetzt noch wie viel zum Abarbeiten? Ja, noch, die sind aber auch gut vorangekommen. Ich glaube, dem geben wir mal ein bisschen mehr Aufgabe hier dann. Den Bereich ein bisschen editieren, damit sie von hier bis da vorne minen können. Weil so wie es ausschaut, ist hier vorne auch noch Kupfer. Weil der Sand und der Kupfer werden mergen. Das wird sehr interessant. So. Ja, jetzt scheint es aus, als ob wir die Produktion so ein bisschen wieder ins Laufen kriegen. Ja, jetzt stockt es wieder auf. Problem gelöst, würde ich sagen. Und dann sollte auch gleich mal hier vorne die ganze restliche Anlage fertig werden. Die jetzt hier gerade auf Hochbetrieben noch schon läuft. Wir brauchen nur ein bisschen... Wir müssen nur kurz warten, bis das Ganze sich auffüllt. Sobald sich das hier vorne auffüllt, und das tut es ja gerade, werden auch die Lager wieder befüllt. Ja, Schern. Die letzten paar Meter sozusagen, gerade hier auf dem Endspurt. So, jetzt kriegen wir wieder was auf Lager, 33, zack, jetzt steigt der ganze Spaß wieder an.
Das ist doch schön. Hier, die Maschinenteile scheinen auch bummvoll zu sein. Er scheint genug zu produzieren auch. Gut, damit sind wir gut auch in der Forschung dabei. Alles im grünen Bereich, würde ich sagen hier. Du bist immer noch abschutzgefährdet, weil dich keiner bei dir aufschüttet. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. So. Jetzt machen wir euch aber hier mal fertig. Ups, habe ich jetzt auf so eine Pause geklickt, scheint so. Damit das alles Sinn ergibt, muss natürlich die ganze Anlage laufen. Aber du siehst schon, der läuft jetzt hier nicht auf vollem Betrieb. Der läuft hier im Minimalbetrieb sozusagen. Ist eigentlich cool, ne? Es ist meine Sache. Ich müsste hier rein theoretisch noch ein bisschen abtragen, damit ich hier die Dinge auch mit einem Schwungrad nutzen kann. Ja. Dafür müsste ich alles abgraben, ne? Weil ich glaube, wir haben ja auch keinen anderen Durchgang mehr. Oh shit, bedeutet das die Hauptzufahrt? ich brauche ein Baggerteam, glaube ich, in Zukunft wieder. Also, wir können die Umfahrung nutzen, ne? Das ist ja kein Problem. Oder wir buddeln uns hier quer durch runter und machen die riesigen Mine zu einem riesigen Fahrgebiet. Mir auch wurscht. Mir macht eher das Gebiet Sorgen. Was ich interessant finde, dass ich wenig Kartoffeln und wenig von dem habe aktuell. Liegt es daran, dass Wasser so wenig da ist, oder... Woran liegt es? Ist der Wasserstand hier echt so problematisch? Weil ich fließe hier down ein großer Durchsatz durch, aber ich glaube, der reicht irgendwie nicht. Für die ganze Anlage. Wie schaut es mit euren Wassern aus? Nicht ganz voll, nicht ganz voll. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Wir haben auf jeden Fall 18 Monate Nahrung. Das ist das Wichtigste. Wie schaut es hier vorne aus? Das Problem ist ja, dass wenn das stockt, das geht. Jetzt können wir den ja... Nee, warte mal. Bevor wir hier was machen. Ich mache nicht nochmal denselben Fehler. Ich kann dich doch bestimmt irgendwie move. Nee, kann ich nicht. Dann musst du leider vernichtet werden. Denn du bist hier eindeutig am falschen Fleck. Und machst mir damit nur Probleme. So, wo ist dieser Mischwagen wieder? Da ist der Mischer. Ah, der eine Anschluss ist sozusagen jetzt nach seiner Meinung blockiert. Das finde ich gut. Dann tun wir hier ein U-förmiges Förderband noch anschließen und hier vor dran. Und dann kann er nach da oben sich oder hier hinten anschließen. Dadurch macht er nur am Ende Probleme. Aber solange die hier produzieren, sollten sie, glaube ich, kann man das irgendwie einstellen? Nee, kann man nicht, aber ja. Dann tun wir die hier sagen, guck mal, nimm Weizen und mach da draus etwas. Damit einfach die Produktion hier auch nicht stehen bleibt, ne? Man muss alle gucken, wie man das so ein bisschen kombiniert und koppelt. Ah, schauen, Fahrzeugverwaltung. Wir haben ein bisschen mehr Fahrzeuge. Als nächstes mal Gärung. Aber wir schauen ganz gut aus. Wir müssen gucken, wie der Stand bleibt hier. Bei unserem schönen... Wo ist es denn jetzt wieder? Menge. Das ist nicht, seht ihr, es ist schon wieder stetig gesunken. Es sinkt auch stetig. Ich glaube, wir haben hier eine zu hohe Produktionsanfrage. Ja, das geht auch weg. Bedeutet, wir werden so viel überproduzieren. Wir machen Import aus. Dann wird sich das Lager leeren, hoffentlich in Zukunft. Und dann sollte das ganze Kohlesystem auch keine Probleme machen. Das Ding läuft auf Volltouren. 5 Megawatt. Genau. Und das mit den Dieselgeneratoren, die sollten ja trotzdem nichts mehr verbrauchen, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Weil ich habe sie ausgeschaltet. Ausgehen, genau. Sie haben eine Produktionspriorität, die höher ist wie die von meinen Generatoren. Von meinen, ja, Dampfgeneratoren. Bedeutet, die sollten ja kein einziges Problem mehr machen in dem Fall. Richtig?
oder? Bedeutet, da sollte nichts schief gehen. Aber ich habe ehrlich gesagt irgendwie so das Gefühl, aktuell leben wir noch von dem Zulauf, der hier da unten aktiv ist. Wenn ich den jetzt ausschalte, dann gehen wir unter. Wir werden es sehen. Ich schalte den jetzt aus und dann sehen wir, was passiert. Und sollte nicht auch der Wasserstand da oben wieder besser sein, weil ich ziehe das ganze Zeit da raus. Aber gut, Leute, ich überziehe schon wieder. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch ihn nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir uns dann hier dran machen, dass wir das Wasser auch wieder rückführen. Effizient. Weil hier wird ja weiterhin der Platz bleiben für die nächsten Generatoren. Außerdem müssen wir hier ein bisschen abheben, damit wir hier noch Schwungräder anbauen können und das hier ein bisschen verschieben. Dass einfach das alles energiemäßig gut bleibt. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Woo!